Ob im Innen- oder Außenbereich, ob als Zwischen- oder Untersparrendämmung, ob für Holzbalkendecken oder Metallständerwände, der neue Trend beim Dämmen heißt Thermojute. Natürlich ökologisch und nachhaltig produziert, wird der Dämmstoff bei Bauherren immer beliebter. Thermojute ist ein Recycling-Dämmstoff, wird gewonnen aus alten, verbrauchten Säcken, aus Jutesäcken. Und diese Jutesäcken, die kommen eigentlich aus der Anlandung von Kakaonüssen, von Kaffeebohnen. Und dieser Sack, der wird recycelt. Genauer gesagt, abgecycelt. Ein bereits bestehendes Produkt wird verarbeitet und zu einem neuen aufgewertet. Bislang wurden Jutesäcke verbrannt oder deponiert. Seit etwa einem Jahr wird aus ihnen ein Dämmstoff mit kurzen Transportwegen gefertigt. Das Material lässt sich leicht schneiden und einpassen und Schutzkleidung oder ein Mundschutz wird nicht benötigt. Der Dämmstoff ist zum Verarbeiter wesentlich angenehmer wie Mineralwolle, kratzt und beißt. Und was auch für den Dämmstoff spricht, er ist aus Naturfaser hergestellt. Alle Dämmstoffe müssen genormt sein und den Brandschutz mitliefern. Bei Thermojute wird der Brandschutz mit Soda erzielt, also ebenfalls ökologisch. Schon länger bekannt sind Dämmmaterialien mit einem Juteanteil zwischen 30% und 70%. Thermojute besitzt rund 95%, was einen hohen Dämmwert bringt. Die geringe Leitfähigkeit des Materials ist natürlich unglaublich interessant an diesem Dämmstoff. Das Weitere ist natürlich der Dämmstoff als schalldämmendes Material. Man sieht es hier ja sehr gut verbaut in Innenwänden. Wir haben eine hohe Faserstruktur. Somit wird auch eben der Lärm, der Schall extrem gut absorbiert. Neben der Faserstruktur liegt das vor allem an dem hohen Gewicht der Thermojute. Sie wiegt fast doppelt so viel wie herkömmlicher Mineralwolle-Dämmstoff. Im Vergleich zu anderen ökologischen Dämmstoffen ist Thermojute auch wegen der geringeren Herstellungskosten günstiger. Rund 60 Euro kostet ein Kubikmeter, eine Investition in die Gesundheit. Wir wollen eigentlich gesund leben. Zum gesund Leben gehört natürlich auch unsere Gebäudehülle. Und die Gebäudehülle soll uns also über den Tag und über die Nacht retten. Und das macht natürlich Sinn, dass wir dort wohngesunde Baustoffe verbauen. Und das ist mit Naturprodukten am besten machbar. Jute ist als Dämmmaterial resistent gegen Schimmel und auch für Insekten oder Nager uninteressant. Lediglich kann Kaffee im Vergleich zu Kakao unter Umständen einen stärkeren Geruch in den Fasern hinterlassen.